Motorrad muss leider jetzt weg. Hier sind einfach mal noch die Nupsis dran. Ich bin wirklich nicht zum Fahren gekommen auf der Straße. Aber man muss ja wirklich sagen, ich habe es auch echt geschafft. Das kam alles vom Verladen. Hier hat einfach fette Kratzer hier im Tank. Einfach nur, weil irgendwas gescheuert hat beim Verladen. Also ich sag euch, passt auf, wenn ihr das Bike auch einfach nur in so einem Van transportiert. Da kann auch schon viel passieren. Das habe ich mir alles schon vor einem Jahr eingefangen und ist einfach nur ärgerlich. Ja, so schnell geht's. Zur kurzen Erklärung. Wenn ich zurückdenke an die gute alte Zeit, wie alles angefangen hat, fällt es mir natürlich ziemlich schwer, meine Straßenmaschine abzugeben. Ihr müsst euch gerade vorstellen, ich habe gerade wirklich kein Motorrad, keine Supersportler, mit der ich auf der Straße fahren kann. Jetzt werden die einen oder anderen sagen, ja gut, aber jetzt mal ganz ehrlich, du fährst doch eh nicht. Ja, das stimmt und das ist auch mit einer der Hauptgründe, wieso sie überhaupt weggeht. Aber es fühlt sich trotzdem für mich irgendwie komisch an, weil ich natürlich irgendwie vom Straßenfahren herkommen und muss sagen, ist ein komisches Gefühl, gerade überhaupt kein Motorrad zu haben, mit dem ich gerade auf der Straße fahre. Aber jetzt kommt der kleine Twist an der ganzen Geschichte. Und zwar gebe ich die natürlich nicht einfach nur ab, sondern es geht darum, dass ich ein Trainingsbike für die nächste Saison brauche. Egal, was nächste Saison überhaupt passiert, ob ich nochmal fahre oder nicht, da steht erstmal ein Stern. Fakt ist auf jeden Fall, ich brauche ein Motorrad, um zu trainieren. Ich werde in Spanien sein und will trainieren. Ich habe derzeit nur meine 600er. Mittlerweile ist mein Rennstreckenbike von letzten Jahr auch schon verkauft. Und deshalb ist einfach es naheliegend gewesen, hey, was mache ich? Es gibt noch keine 2024er. Daher hat es einfach nur Sinn gemacht, dass ich mein Straßenbike kurzerhand zu Jens Holzhauer gebe und der mir quasi eine Art kleine Version von meinem 2023er Racebike baut. Es kam so ein bisschen von mir, dass ich gesagt habe, hey, es wäre doch eigentlich ganz geil, wenn wir eine Art kleine Version machen von meinem Racebike. Sprich, nicht volle Hütte, aber einfach so viel, wo ich sagen würde, hey, damit kann man auf jeden Fall super auf der Rennstrecke fahren. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt komplett ein Riesenloch in den Geldbeutel reißt. Ihr wisst ja, ich bin Anfang des Jahres mit meinem Straßenmotorrad auf der Rennstrecke gefahren, also mit dem, was ich gerade eingeladen habe. Und ich muss auch echt sagen, mir ist es schon relativ schwer gefallen, mit dem Straßenmotorrad so viel Spaß zu haben, weil ich einfach gekannt habe, wie es natürlich funktioniert mit einem ordentlichen Rennstreckenmotorrad. Das heißt jetzt quasi im Klartext, das Motorrad geht zu Jens. Ich werde ihn da ein bisschen begleiten, will mit ihm absprechen, was wir da verbauen, beziehungsweise was da reinkommt, dass es quasi eine Art Stage 1 Tuning wird für die Honda Fireblade und werde euch da einfach mal mitnehmen, was er verbaut, was er sich dabei gedacht hat und wie das Ganze dann am Schluss aussehen wird. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt und nehme euch da auf jeden Fall auf den ganzen Weg mit. Ich würde sagen, bleibt dran, um die ganzen zukünftigen Videos da nicht zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Peace.